Hi ho und willkommen zurück bei lieben Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Empire. Kurz eine Sache vorweg. Ich habe die Aufnahme hier schon mal gemacht, also den Rest von dieser Mission und die nächste Mission. Leider hatte ich ein paar technische Probleme, unter anderem hat der Ton gefehlt bei der Aufnahme. Und zum anderen haben die letzten 20 Minuten von der nächsten Mission irgendwie einen Grafikglitch gehabt. Deswegen mache ich zur Sicherheit oder einfach weil es besser ist, alles nochmal. Also, falls ihr... Ja, wie drücke ich es aus? Also die nächste Mission, die kenne ich jetzt leider schon, die ist dann nicht mehr blind für mich. Falls man das anmerkt und mit dem Bescheid wisst. Aber gut, wir machen jetzt erst einmal diese Mission nochmal zu Ende. Ich habe zum Glück den Spielstand nochmal laden können. Uns fehlen noch zwei Glockzutaten und 5 Fässer Glockbier von der Brauerei. Die gehen wir jetzt besorgen. Währenddessen gucke ich mal, was mir beim ersten Versuch der Aufnahmesession auch aufgefallen ist. Wir kommen nicht so leicht mehr an die Seapoints ran. Also müssen wir in Zukunft aufpassen, wie wir die verteilen. Aber gut. Ich werde dann auch leider wahrscheinlich nicht mehr die Fehler in der nächsten Mission machen, die ich bei der ersten Aufnahmesession gemacht habe. Ich habe da nämlich teilweise Probleme mit dem Gangbau gehabt. Okay, jetzt suchen wir uns aber erst einmal, würde ich sagen, die Glockfässer zusammen. Genau, dann kommt doch schon eins. So, haben wir schon mal 6. Und ja, wir könnten den nächsten Squad freischalten. Genau, das können wir machen. Mit 4 Squads lässt sich es doch viel besser moschen. Wir haben nämlich jetzt das Gold dafür gehabt. So, dem fehlt noch Ausrüstung. Das holen wir gleich mal nach. Und dann holen wir Squad 4 auch gleich hier her. Ja, obwohl, die sehen nicht so gut aus. Was das... Wie heißt das nochmal? Jetzt habe ich es gerade vergessen. Die Aggressivität, genau. Also Squad 3 und Squad 4 schicken wir mal kurz zum Essen. Ich sagte, schicken wir zum Essen. So. Währenddessen streuen wir mit den Squads mal rum, die wir noch haben. Und gucken mal, wo noch Glockfässer ankommen. Ah, sehr schön, genau hier. Sammeln wir nämlich erst einmal das Glock ein, das ist noch fehlt. Und holen unsere Trupps mal wieder zurück, dass sie mitkündeln können. Oh, da hinten kommt noch ein Glockfass. Sehr praktisch. Ja, wir müssen wahrscheinlich nur an dem Teleporter hier bleiben und warten, dass sie uns Glockfässer schicken, die hier rauskommen, hier raus wollen. Weil ich glaube, es gibt hier zwei Teleporter, über die Glockfässer kommen zu dem Teleporter, und ich glaube, hier oben war noch ein Teleporter, genau der da. Und wir haben noch ein bisschen was zu erkunden. Genau, wir müssen nämlich da entlang laufen. So, Glockpass Nummer 9. Truppen sehen alle noch okay aus soweit. Ja gut, das letzte Glockpass können wir uns holen. Wahrscheinlich auf dem Weg hier rüber. Wenn wir Glück haben, kommt jetzt hier gleich einer mit Glock vorbei. Scheinbar doch nicht. Okay, dann nehmen wir jetzt hier den Umweg. Hey, Deathslayer, our scouts have noticed a group of shamans having a party. It seems they have stolen some barrels from the Glog shop. I have wings, don't I? Huh. We are supposed to be the ones stealing from the elves, not them. Go teach them a lesson and hurry up before they drink dinner. Genau, wir sollen jetzt hier schnell ein paar Schamanen töten. Das war eine Nebenquest, über die ich zufällig gestolpert bin. So, hier sind 25 Schätze drin.
Und hier sind die beiden Schamanen, die wir kaputt machen sollen. Genau. Sehr schön. Oh, und wir haben auch die nötige Anzahl an Glock jetzt zusammen. Habe ich gar nicht gemerkt, dass das passiert ist. Vielleicht dadurch, dass wir die Schamanen getötet haben. Das weiß ich jetzt allerdings nicht so genau. So, hier haben wir noch einen Trupp Elfen da hauen. Oh, hier wäre auch noch so ein Lockausgang gewesen, wo Elfen verschwinden können. Die sind jetzt, glaube ich, deaktiviert worden. Gucken wir mal kurz. Ja, die sind jetzt deaktiviert, weil wir das Glock haben. Hier ist nur ein Heldenausgang gewesen. Also ja, das habe ich auch mal angesprochen. Ich vermute mal, durch diese Punkte hier können wieder neue Helden auf die Map kommen. Weil sonst kann man ja die Map leer schnitzen und dann war es das. Heroes are entering your dungeon. Helden im Dungeon. Die gehen wahrscheinlich wieder darüber. Ja, gehen sie auch. Und werden getötet. Sehr schön. Also ja, ich brauche mir zurzeit wohl keine Sorgen machen im Augenblick, dass Helden irgendwohin durchkommen. Die sterben nämlich einfach. Und in der nächsten Mission wird das sogar noch lustiger, weil da kriegen wir die letzten Fallen. So, da ist noch eine Glockzutat, die sich bald jetzt schnappt, wenn er durchkommt. Here I go again. Na, kommt er natürlich nicht durch das Gewusel. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. So. Hier rum kommen wir, glaube ich, zur letzten Glockzutat, ja. Und noch mehr Elfen. Hier gespielte Magier und so, es kommen auch nur Elfen. In einem nicht ganz sehr zu dem Strategiespiel. Ein Hochelf und eine Jägerin. So, bevor wir uns das Glock da holen, will ich kurz in den Nebenraum hier. Weil da hat sich eine Truhe versteckt. Die habe ich das letzte Mal auch nur durch Zufall entdeckt. Die ist ganz gemein versteckt eigentlich da. Ja, Massenkeilerei. Ordentliches Gemusche. Sieht schon irgendwie übertrieben aus, wie da ein ganzer Haufen von Einheiten reinhaut. So, jetzt brauche ich die Truhe. Okay, da waren nur 25 Schätze wieder drin. Und ja, mittlerweile bin ich mir sicher, dass es von den Schätzen abhängt, wie viele Helden in den Dungeon kommen oder wie regelmäßig. Das war wohl in der Demo noch nicht richtig einprogrammiert. So, jetzt muss ich die Teleporter zerstören in der Brauerei. Die zuerst. So. Weil das letzte Missionsziel war irgendwie komisch. Ja, Beschützer des Blockladens. Genau, die hatte ich nämlich vorher getötet, bevor ich den Teleporter zerstört hatte. Und dadurch habe ich die Mist sozusagen irgendwie überstohlen und mitgekriegt. Weil ich gebunkelt habe, dass hier noch ein Endgegner kommen sollte, aber es war keiner. Wow, that was horrible. We need to look at this from a wider angle, you know? Sure, we helped the gnomes and sure we did something nice.
But at least we managed to add the snowweed leaf to the mixture. Even better, we managed to hurt the Sovereign and my father. Every thorn has its rose, I suppose. Anyway, your kingdom is taking shape, my precious teammate. I'll leave some minions behind to protect the apparatus as we move on to the next stop on our victorious crusade. Jo. Genau, das war jetzt ziemlich kurz eigentlich. Okay, wir haben zwei neue Runen bekommen, Erpresser und günstige Verbesserung. Wobei ich immer noch nicht ganz kapiert habe, wie das mit den Runen genau funktioniert. So, wir haben einen Punkt, den wir Baal geben können. Und ja, wie ich bereits sagte, Mission 4 habe ich bereits freigeschaltet. Wir wollen uns aber erstmal mit Mission 3 begnügen. Dazu kann ich Baal schon wieder einen Punkt geben. Das mache ich auch einfach mal. Ja, Amulette wollte ich ihm geben eigentlich. So. Jetzt hat er ein böses Amulett, ein böses Auge um den Hals hängen. Oh, und auch an seiner Waffe, an seinem Banner da. Gut, wir wollen in Mission 3 rein, die lese ich mal kurz vor. Also ja, ist jetzt blöd, dass Mission 4 schon freigeschalten ist, aber Mission 3. Ende der Geisterstunde. Die Nekromanten von Kephtali sind wieder erstarkt. Dieses Mal schlägt die Todespriesterin Sheila Sorman und ihre Peitsche. Ja, kann ich mir denken, dass es ja an der Peitsche liegt dahinter. Damit sich Kephtali dir anschließt, muss die Priesterin weg. Gut, das sollte sich irgendwie hinkriegen lassen, denke ich mal. Schwierigkeitsgrad normal, Leitern. Jetzt haben wir Boshaftigkeit noch als Fähigkeit, also dass wir mehr quitten. Gut. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal in die Mission. The Inverted Tower of Kephtali is infamous for having harbored evildoer upon evildoer throughout the course of Ardanian history. Now, its top floor is only a short dig away from your claws. The current resident is the Necropriestess, Sheila Sourman. Your task is to flush her out and somehow remove her from office. It is a smelly, soggy job. But if accomplished, the road to Bedouir, the capital of your future kingdom, should lie open as a... Well, is something which is neither bolted, barred, or locked. Ja, wie etwas, was nicht abgeschlossen ist. Ah, Kephtali. Center for the worship of Crypta, goddess of death, and the hometown of numerous great necromancers throughout Ardanian history. One might think that the locals would welcome us with open arms, but I'm afraid this may prove to be our greatest challenge yet. Really? Have you ever been welcomed anywhere? In any way, for any reason. Calm down and I'll explain. You see, for the last couple of years, this province has been run by the immensely popular Sheila Sourman. She is not only a high priestess of Crypta, but also an accomplished death mage, a voracious vixen, with a heart painted black as a starless night. Sounds real yummy. The plan is not only to kill Frau Sourman, but also to replace her with sort of a clone, one that we can control. Ready for the instructions? Give me a moment. Still envisioning the lovely music from my molars munching on her muscles. Hey, stop it now and listen, will you? Sheila and her henchmen all live in the Inverted Tower of Kephtali. Essentially, it's a glorified pit with no windows or openings except for one doorway to the surface and a teleportation device which leads from every other floor to the facilities on the top level. Are you following me? Are you stupid? Yes. Good. You are to remodel an old dwarven water heater into a pump device. Then we use the pump to flood the dark tower with sewer water. The necromancers will be forced to teleport to the top level, where we will be waiting to knock them dead. Most likely, Sheila herself won't be able to stand idly by. Now, unleash the shit flood and watch it flush out every single one of those measly old necros.
Do you hear what I hear, Deathslayer? The clinkety-clonkety of yet another hermit dwarf making traps in an unexpected place? Hoxie, pay him an unfriendly visit and see if he's got some new toys for us. And do you smell the beer fumes? You should take control of that brewery and start serving anyone stopping by, especially heroes. The more they drink, the more they will come to fight, like my Uncle Grima. Well, what are you waiting for? Get going. When you found the water heater, I'll give you further instructions. Jo. Also, Aufträge haben wir bekommen. Erst einmal dem questmäßig den Fallenbauer mal wieder eins auszuwischen. Dadurch kriegen wir die letzten Fallen, die man übrigens hier teilweise an der Wand sehen kann. Sehen böse aus schon mal. Außerdem bewacht er den Ausgang. Und viele andere Sachen sollen wir machen.